Bewusstsein. Was hat sich die Natur dabei gedacht, ein Tier zu ermöglichen, das derart unmöglich ist? Das Bewusstsein der Wachheit, ist es nicht die Einsicht in die natürliche Unnützlichkeit des Menschen? Zu nichts ist er eingespannt und verpflichtet. Der Mensch, nach Nietzsche, das noch nicht festgestellte Tier, ist der Arbeitslose des Kosmos. Das zu nichts geschaffene Geschöpf. Warum also? Und dann der Ausbruch aus dieser Frage, aus der Reflexion in eine Aktivität. Das Bewusstsein entwirft sich als polymorphe Animiertheit. Wie ein Adliger, dem keine Verpflichtungen zusetzen und der sich um seinen unmittelbaren Lebensunterhalt keine Sorgen machen muss, bindet sich das Bewusstsein mit einem rätselhaften Reichtum an Wachheit auf vielfache Weise. Amüsement, Lernen, Bildung, Ruhm, gutes Leben, Helfen, Empathie. Der Luxus der überflüssigen Wachheit führt polygame Beziehungen mit dem Leben. Weil einen nichts richtig berührt, kann einen alles irgendwie berühren. Disponibilität ist das Schicksal des Tieres, das kein Tier mehr zu sein vermag. Und das durch Fragen belästigt wird, die es nicht abweisen kann, Kant. Wir sind zu einer Fragwürdigkeit verurteilt, die versucht, ein Leben zu führen, das darauf eine Antwort sein könnte.